Hallo und herzlich willkommen im Wald, direkt auf dem Weg, an dem garantiert keiner vorbeikommt, weil der derart im Nirgendwo ist und ich ein paar Meter da hinten wohne. Haha! und noch am Suchen bin, wo ich denn am besten hier eigentlich meinen Krempel drehe. Vielleicht nicht unbedingt hier direkt auf dem Weg, auch wenn hier nie jemand vorbeikommt, außer mir und vielleicht meine Nachbarn. Möglicherweise. Gut, egal. Thema heute, wir hatten ja schon Bambi und die Rehhirschverwirrung. Hoffentlich erinnert ihr euch, war glaube ich Türchen 2. Da habe ich relativ lange drüber nachgedacht, über den Titel. Deswegen muss ich unbedingt nochmal erwähnen, Bambi und die Rehhirschverwirrung ist schon ein sehr schöner Titel. Diesmal machen wir das Bambi-Syndrom. Das ist so ein bisschen wie das Stockholm-Syndrom. Stockholm-Syndrom ist die Sympathisierung des Entführten mit dem Entführenden. Heißt, Geisel findet ihren Geiselnehmer auf einmal klasse. Das kommt wohl so häufig vor, dass man das als besonders interessantes Syndrom der Psychologie irgendwie gesondert behandelt. So, das Bambi-Syndrom ist mehr so ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Man darf sich auch ein bisschen streiten, inwiefern das schlecht ist. Und ich glaube, 90% von uns haben mindestens einige Aspekte des Bambi-Syndroms in ihrer Denkweise drin, inklusive mir. Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, zu meinem großen Entsetzen argumentiere ich manchmal mit Bestandteilen des Bambi-Syndroms. Ja, das macht die Argumente deswegen nicht zwingend falsch, aber das beschäftigt mich schon ein bisschen, dass ich so einem gesamtgesellschaftlichen blöden Psychosyndrom auf den Leim gegangen bin. So, was ist das Bambi-Syndrom? Das Bambi-Syndrom ist die romantische Verklärung von der Natur. So kann man es, glaube ich, am ehesten ausdrücken. Das heißt, dass wir irgendwelche durch Gesellschaft und ja ein Stück weit eben auch den Wunsch, Natur schön zu finden, Vorstellungen von der Natur haben, die aber gar nicht unbedingt der Realität entsprechen, jedenfalls nicht der naturwissenschaftlichen Realität, wenn wir jetzt das mal als am nächsten dran an der Realität, wie wir überhaupt nur kommen können, ansehen, ja, wenn wir das so wollen. Natürlich kann man da auch mit esoterischer Geschichte Denkweise an die Sache rangehen, dann ist man mit dem Bambi-Syndrom wahrscheinlich sowieso ziemlich d'accord, denn ja. Oder auch die Infantilisierung der Natur, ja? Also sprich eine kindliche Denkweise auf die Natur anwenden, was aber eben sehr wohl auch bei Erwachsenen auftritt. In der frühen Erforschung des Bambi-Syndroms hat man das nämlich nur da nachweisen können, wo man irgendwelche Umfragen unter jungen Leuten, insbesondere Grundschüler, sowas in dieser Altersklasse, durchgeführt hat und hat da eben sehr kindliche Vorstellungen davon, was Natur ist und was nicht, gefunden. Und dazu kommen wir jetzt bei Level 1, beziehungsweise ich habe mir mal drei Aspekte des Bambi-Syndroms rausgesucht, über die ich sprechen möchte. Natürlich, ich bin ja kein Philosoph, das müsste man, oder Psychologe. Eins von beiden müsste man sein, wenn man das jetzt bis in alle Tiefe erläutern wollen würde. Das kriege ich nicht hin. Darum habe ich mir eben, wie gesagt, drei, ich nenne sie einfach mal Level, rausgesucht, wo wir Aspekte des Bambi-Syndroms bemerken können in der Gesellschaft und wo sie eine gewisse Auswirkung haben. Und ich hoffe, das passt dann so und dann könnt ihr damit klugscheißen gehen über die Feiertage und dann kommt eure Verwandte euch garantiert nie wieder besuchen, weil ihr sie mit dem Bambi-Syndrom vollgelabert habt. Ich gehe davon aus, dass wir ziemlich alleine Weihnachten feiern werden, weil ich bin anwesend. nein, alles gut. Punkt 1. Ne? Niedliche Tiere werden als wertvoller angesehen als nicht niedliche Tiere. Und das ist so irgendwie der klassische Fall der Infantilisierung, ich mag ja komplizierte Wörter, aber das Ding ist schon heftig, der Natur, ja, also der Verkindlichung sozusagen. Denn das niedliche Tiere haben ja bekanntermaßen das Kindchenschema, also jedes Babysäugetier ist niedlich, Punkt, ja, fast jedes. Ja, da gibt es hier und da vielleicht mal, oder grundsätzlich sind Babytiere ja sehr, sehr häufig niedrig, vielleicht nicht unbedingt der Nacktmull, aber ansonsten, ne, Nacktmull wäre so ein Säugetier, das auch als Baby nicht besonders niedlich ist.
Aber das ist dahingehend interessant, dass Kinder empfinden also niedliche Tiere als wertvoller und wollen sie beschützen. Das geht mit einem Beschützerinstinkt einher. Häufig ist vielleicht eben das niedliche Tiere beschützen zu wollen eine der frühesten Ausprägungen des Beschützerinstinkts bei Kindern. Den hat jeder irgendwo zumindest mal ansatzweise angeboren. Es sei denn, man hat schwere Hirnschäden und wird dann später zu, keine Ahnung, Putin oder so jemanden. Ja, das ist grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes, ja, dass Kinder kleine niedliche Tiere niedlich finden. Kann aber interessanter sein als gesamtgesellschaftliches Phänomen und das tritt nämlich dann auch durchaus im großen Kontext der Gesamtgesellschaft auf. Dazu mal ein Beispiel, nämlich junger Knut, den kennen wir vielleicht noch, Knut der Eisbär, der eine wirkliche Welle von Eisbärbegeisterung in Deutschland losgetreten hat. Der eine oder andere von uns wird alt genug sein, um da dabei gewesen zu sein. Der eine oder andere von uns oder die eine oder andere, selbstverständlich. Oh, generelles Maskulinum. Böse. Auf den Deckel. Egal. Jedenfalls führt das dazu, dass der Knut wirklich unglaublich beliebt gewesen ist, als er noch klein war. Kaum kam Knut in die Pubertät und war wirklich nicht mehr ein Baby-Eisbär, hat sich kaum noch jemand für ihn interessiert und geendet hat das bei dem genau dem gleichen Tier, genau dem gleichen Wert, den man diesem Bär eigentlich zumessen müsste, damit, dass es einen riesen Shitstorm gegen Ende des Lebens von Knut gegeben hat, als der um seine Betoninsel drumherum Karpfen in seinen Wassergraben gesetzt bekommen hat. Mit dem Erfolg, dass er, weil er nun mal ein Eisbär ist, dann hingegangen ist und die Karpfen mit der Kralle, zack, und an die Wand geklatscht sozusagen. Und das mit ordentlich Schmackes, weil so ein Eisbär hat halt Kraft. Selbst ein Eisbär, der nie was von Eis gesehen hat. Und das gab einen riesen Shitstorm. Knut, der Killer-Eisbär, der Knut tötet grausam Fische, Karpfen genauer. Und mit dem Erfolg, dass man dann die Karpfen aus dem Wassergraben rausnehmen musste und jetzt so, der sich vorher mit Knut als Sensation bereichern konnte, hat jetzt da einen riesen Image-Schaden davon erlitten, weil der Eisbär es tatsächlich wagt, seiner Natur gemäß Fische zu töten, wenn er die Möglichkeit hat, da was zu töten in seinem Revier. An der Stelle, man kann Zoos durchaus kritisch hinterfragen. Man kann auch Positives an Zoos finden und es gibt noch so ein paar Punkte, weshalb die aus meiner Sicht zumindest noch eine Restberechtigung, wenn gut geführt, haben könnten. Ja, ich muss mich da nicht drauf versteifen. Aber was auf keinen Fall in den Zoo gehört, ist ein Eisbär. Das ist völlig unstrittig. Ein Eisbär hat in einem Zoo nichts zu suchen. Ja? Für mich ist es immer so dann relativ entscheidend, welches Tier sollte in den Zoo, welches Tier sollte nicht in den Zoo, beziehungsweise sollten, gibt es nicht viele, aber welches Tier kann möglicherweise in den Zoo, ja vorzugsweise Tiere, die ohnehin schon auf sehr kleinem Raum auch ihr natürliches Verbreitungsgebiet haben. Das heißt, die sind nie auf viel Fläche unterwegs. Dann kannst du sie auch auf der gleichen Fläche, wie sie in der freien Wildbahn unterwegs wären, auch irgendwo einsperren. Das werden sie wahrscheinlich als nicht allzu schlimm empfinden. Wahrscheinlich, ne, soweit man das überhaupt sagen kann. Ein Eisbär, der hat ewig riesige Streifgebiete. Das sind Tausende von Quadratkilometern. Das ist einfach lächerlich. Ja? Also dem nimmt man 99,99999999999 noch ein paar Neuner anfügen, wenn man möchte, Prozent seines Lebensraums weg und sperrt ihn auf eine kleine Betoninsel. Da gibt es überhaupt keine Berechtigung. Gar keine. Ja? Auch nicht den Eisbär irgendwann nachzuzüchten, weil er ja so stark bedroht ist. So stark noch nicht. Und selbst wenn, dann müsste man irgendein Eisbär-Auffanggehege am Rand der Arktis machen, wo der dann vernünftig leben kann und so weiter und so fort. Also Eisbär in Deutschland ist Tierquälerei. Gut. Ja, also das war nun mal so ein kleines Beispiel zu dieser ganzen Knut-Geschichte. Das übrigens auch interessant, auch ein schönes Beispiel für das Bambi-Syndrom. Kann man ansehen, machen einige Experten, dass interessanterweise zeitgleich zum Hype um den jungen Knut, also Baby-Knut, oh knuffig, Bruno erschossen wurde. Bruno, der erste Bär, der seit Ewigkeiten mal wieder in Deutschland aufgetaucht ist und just von uns aus jenem Deutschland wieder sehr nachhaltig
nachhaltig entfernt worden ist. Ja? Jetzt muss man natürlich dazu schon irgendwie sagen, man hat ja versucht, ihn zu betäuben und einzufangen, das hat nicht funktioniert, aber Tatsache ist auch, dass es Behördenversagen gab, Stäuberversagen gab und davon abgesehen auch eben erstaunlich viel Rückhalt in der Bevölkerung für der Bär muss weg, der Bär ist furchtbar gefährlich, der muss dringend weg. Während irgendwo anders, ich weiß nicht mehr in welchem Zoo Knut war, aber Knut über alle Ohren gefeiert worden ist. Also wir haben hier eine gewisse, ich nenne es jetzt mal kognitive Dissonanz. Weiß nicht, ob das so 100% zutrifft, sonst schreibt es mir in die Kommentare. Gut, Punkt 2 oder Level 2, ein anderes Beispiel für das Bambi-Syndrom. Die ganzen Beispiele sind einfach dafür da, dass ihr euch selber auch mal ein paar Gedanken machen könnt, ob irgendwo euch das Bambi-Syndrom begegnet. Nämlich hat ein Wissenschaftler, ich schreibe es euch unten hin, die Quelle und so weiter, dazu eine größere Studie angelegt. Die verlinke ich euch auch, wenn ich dran denke. Wenn nicht, schreibt es mir bitte nochmal in die Kommentare, dann habe ich es vergessen. Es kommt gleich der Zug. Ja, wenn es gleich laut wird, kommt der Zug. Das da ist ein Bahndamm. Ne? Aber kommt vor. Gut, nämlich Entkopplung von Mensch und Natur. Oder andersrum, Mensch böse, Natur gut. Das ist eine Einstellung, die erstaunlich viel Rückhalt in der Bevölkerung findet. Und zwar aus Sicht von verschiedenen Psychologen so viel Rückhalt in der Bevölkerung findet, dass wir auch da eben wieder von einem gesamtgesellschaftlichen Syndrom sprechen. Und es eigentlich ein bisschen komisch ist, weil logische Argumente, weshalb das so sein müsste, gar nicht so viele bestehen. Insbesondere dieses Naturgut, Mensch böse, ist dahingehend ein interessantes Phänomen, weil es sowas von einem gesamtsozialen oder gesamtgesellschaftlichen Masochismus hat. Ja, also man möchte sich selbst runtermachen, man macht sich selbst runter, man sieht sich als Teil eines der großen Probleme des Planeten. Dazu gab es eine Umfrage, auch da schreibe ich euch wieder drunter. Und da wurde die Frage zur guten Natur gestellt mit und die Probanden, einmal Jugend und einmal Erwachsene, konnten mit Ja oder Nein antworten im Grunde. Ne? Und da wurde die Frage bzw. die These hingeschrieben, ohne Mensch wäre die Natur in Harmonie und Frieden. 73% der Jugend waren der Meinung, dass das stimmt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, die Jugend, die kennt sich damit ja noch nicht so gut aus. Aus naturwissenschaftlicher Perspektive ist das nämlich erstmal Käse, komme ich gleich zu. Aber auch 72% der Erwachsenen haben dem mit einem eindeutigen Ja zugestimmt. Also man konnte Ja, Nein, Enthaltung. Ja? Und lediglich 11 Jugend und 6 Erwachsene Prozente haben Nein gesagt. Das heißt, bei der Jugend erstaunlicherweise sogar mehr als bei den Erwachsenen, die nicht der Meinung gewesen sind, dass ohne Mensch automatisch Friede und Harmonie in der Natur herrschen würde. So, die naturwissenschaftliche Perspektive dazu ist, herrscht ohne Mensch Frieden in der Natur? Nö. Herrscht überhaupt jemals Frieden in der Natur? Nö. Tatsächlich herrscht da ein ziemlicher Konkurrenzdruck. Ne? Jeder versucht zumindest innerhalb seiner Möglichkeiten, sich gegen die anderen durchzusetzen. Wer da mehr Möglichkeiten hat als andere, setzt sich erfolgreicher durch, gegebenenfalls immer auch mit Gewalt. Ja, also logischerweise gibt es keinesfalls Friede und Harmonie. Wenn das Raubtier hinter seiner Beute her ist, dann empfindet die Beute dabei weder Frieden noch Harmonie. Das ist Töten, Krieg, Kampf. Kampf ums Überleben und so weiter und so fort. Also es gab immer mal wieder Ansätze von irgendwelchen Philosophen, die der Meinung waren, doch noch irgendwelche unglaubliche Harmonie in die Natur reinbringen zu wollen. Aber es gibt so viele Gegenbeispiele. Ich hatte auch mal irgendwann mit euch diskutiert, ob es denn unnötige Grausamkeit in der Tierwelt gibt. Ich persönlich war der Meinung, die gäbe es nicht so richtig. Ihr hattet aber auch einige interessante Beispiele in die Kommentare geschrieben, wo ihr meintet, dass es sie vielleicht doch gibt. Also möglicherweise könnte es selbst Grausamkeit auch im Tierreich geben. Möglicherweise. Ich sage nicht, dass es so ist. Aber es gibt so ein paar Indizien oder zumindest Dinge, die da sehr nah ranreichen. Aber eine Harmonie gibt es nicht mal im Pflanzenreich. Selbst Pflanzen bringen sich gegenseitig um im Kampf darum, wer zuerst am Licht ist. Von 10.000 jungen Buchen werden vielleicht 5 ein dicker Baum. Ja? 9.995 sterben.
Also das als Frieden und Harmonie zu bezeichnen, da muss man schon eine sehr lockere Einstellung zum Thema Tod haben, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja, es ist also naturwissenschaftlich gesehen einfach Quatsch. Greenpeace, das sage ich ja häufig, gibt es nicht. Was natürlich ist, ist gut, war die nächste Aussage, die bewertet werden sollte. Und da sagen 73% der Jugend, das ist so, und 74% der Erwachsenen, das ist so. Und jetzt ist das Problem, die meisten von uns würden sich dem wahrscheinlich anschließen wollen. Ne? Ist es ganz natürlich so dazu gekommen, dann ist das automatisch auch gut. Hier ist die naturwissenschaftliche Perspektive drauf, auch wenn ich grundsätzlich auch erstmal Ja sagen möchte. Eigentlich die, dass es sowas wie gut in der Natur nicht gibt. Natürlich ist weder noch gut, noch richtig, noch falsch, noch eher positiv zu betrachten, sondern es ist einfach das, was sich ganz natürlich ohne uns entwickelt. Und da wir der einzige Organismus sind, der überhaupt zwischen gut oder schlecht unterscheidet, soweit wir das wissen, und diese Begriffe benutzt, kann man auch nur aus einer anthropozentrischen Perspektive überhaupt zwischen gut und schlecht unterscheiden. Und daher ist es eigentlich, die Natur ist einfach da. Ja, die kann man nicht bewerten, eigentlich. Ja, das sagen zumindest die meisten Naturphilosophen. Daher ist diese Frage auch dahingehend interessant, wie wenig Leute sich da enthalten. Und ja, gut, es gab in der Umfrage auch keine Möglichkeit, ein unglaublich langes Textfeld vorzuschreiben mit der persönlichen Meinung, die man dazu hat, was ich dann zum Beispiel genutzt hätte wahrscheinlich, wenn ich nicht Ja angekreuzt hätte. Zug! Hallo, Zug! Hallo! Tschüss! Ja, mit dem fahre ich auch bald. So, hilfsbedürftige Natur ist die zweite Seite dieser Medaille sozusagen ein bisschen in diese Richtung. Ich habe noch was vergessen. In der Umfrage wurde auch noch gefragt, Tiere haben eine Seele. 85% der Kinder, ja klar. 70% der Erwachsenen, ja klar. Da kann man jetzt interessanterweise feststellen, dass bei einem Kind das noch eindeutig ist und dass man Tiere nicht töten sollte, für viele Kinder eine Selbstverständlichkeit ist, während sie gerade beim Metzger um die Ecke ihr Stück Fleischwurst bekommen haben. Ja, aber es sind Kinder, ist okay. Ja, kann man ja auf keinen Fall einen Vorwurf machen deswegen. Und nur noch 70% der Erwachsenen sind dieser Meinung. Man geht davon aus, also manche Leute gehen davon aus, dass das daran liegt, dass man da doch dann das eigene Verhalten hinterfragt. Und vielleicht, dass diese Zahl, das sind alles nicht so ganz aktuelle Zahlen, ne? Das mag auch noch erheblich zugenommen haben, weil ja tatsächlich auch das Bewusstsein für eine vegane oder vegetarische Ernährung deutlich zugenommen hat. Die Zahlen derjenigen, die sich wirklich stur vegetarisch oder vegan ernähren, die sind immer noch nicht besonders hoch. Ja? Das sind ein paar mehr geworden, aber es fallen ja auch immer wieder welche weg. Die meisten halten das nicht lange durch, das darf man ja auch nicht vergessen. Aber zumindest das Bewusstsein, dass Tiere töten möglicherweise nicht okay sein könnte, nimmt zu bei den Erwachsenen. Ja? Und aber diese eigene persönliche Inkonsistenz des eigenen Handelns, ja, du isst Fleisch, dann kannst du ja eigentlich nicht sagen, dass Tiere eine Seele haben. Beziehungsweise, das ist immer mit der Seele ja so ein Thema, wie religiös ist man? Seele ist ein esoterisches bzw. religiöses Konzept. Das spielt auch nochmal vielleicht mit eine Rolle. Aber ich finde das interessant, dass es da diese Diskrepanz zwischen Kindern und Erwachsenen gibt. Tiere und Pflanzen haben dasselbe Lebensrecht wie Menschen. Das ist jetzt krass, das hätte ich nicht erwartet, sagen 85% der Kinder ja. Und 89% der Erwachsenen, ja. Ja. Also es ist ganz interessant, welche Diskrepanz wir grundsätzlich, Zug, andere Richtung, hallo, tschüss. So, es ist wirklich interessant, welche Diskrepanz wir aus unserer Handlung und dem, was wir empfinden und sagen, so teilweise feststellen können. Wenn man wirklich mit Fug und Recht sagt, Tiere und Pflanzen haben dieselbe Existenzberechtigung wie wir, dasselbe Lebensrecht, das passt irgendwie mit unserer modernen Gesellschaft nicht so richtig überein, oder? Oder sehe ich das falsch? Also das finde ich schon sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Eine so deutliche Zahl und trotzdem gefühlt machen wir alles kaputt. Aber das kommt gleich. Denn wir haben auch noch interessante Fragen gehabt zur hilfsbedürftigen Natur.
Die Natur braucht unsere Hilfe. Ja, nein. Bei der Jugend 64% sind der Meinung, dass wir der Natur dringend helfen müssen. Bei den Erwachsenen erschreckende 88%, dass die Natur unsere Hilfe braucht. Ja, da hat man dann vielleicht irgendwie Greenpeace mit dem Wale retten vor Augen oder was, ich weiß nicht, was die Leute da vor Augen hatten. Aber das ist aus naturwissenschaftlicher Perspektive natürlich auch wieder völliger Mumpitz. Natur ist immer der gegebene Zustand, der gerade herrscht, der sich völlig verändert, und es ist ja egal, ob da gerade der Wald fehlt, dann wächst irgendwann neuer. Ob da gerade das Meer versauert, naja, dann finden sich halt nur Algen erstmal ein, bis sich der pH-Wert vom Meer wieder stabilisiert. Man kann die Natur per se nicht besiegen oder kaputt machen, und dementsprechend braucht sie streng genommen auch irgendwo nicht unsere Hilfe. Die bräuchte sie bloß dafür, dass der Status quo der Natur erhalten bleibt, was sehr paradox ist, weil die einzige Konstante in natürlichen Ökosystemen und in der Entwicklung natürlicher Ökosysteme nach Meinung vieler Naturphilosophen und Wissenschaftler, empirischen Wissenschaftlern und so weiter und so fort, trotzdem eben diese eine Meinung vorherrscht. Die einzige Konstante in der Natur, und da möchte ich mich anschließen, ist Wandel. Ja? Die Frage ist, wie schnell der geht. Siehe Klimawandel, da geht er zu schnell, das ist das Problem. Nicht, dass sich das Klima wandelt, sondern dass es sich zu schnell wandelt und wir daran schuld sind. Das ist ein bisschen ein Problem, weil das Konsequenzen hat, auch für uns. Ja? Aber grundsätzlich ist Wandel nichts Schlechtes, und dass ein Ökosystem vergeht und ein anderes Ökosystem daraus hervorgeht, passiert, seit es Ökosysteme gibt, also seit immer. Ja, seit irgendwas auf dem Planeten lebt, ist der ständige Wandel, das ständige Werden und Vergehen, der omnipräsente Tod ein ganz wesentlicher Bestandteil eines jeden natürlichen Ökosystems, und streng genommen braucht das überhaupt nicht unsere Hilfe. Außerdem ist es interessant, das überhaupt schon der Gedanke haben zu können, von außen die Natur zu betrachten, etwas, was hier schon deutlich wird. Ja? Was wir auch anhand des Bambi-Syndroms sehr diskutieren können, dass wir Menschen uns als außerhalb von der Natur betrachten. Das heißt, wir sind die Menschen, wir sind die eine Sache, und auf der anderen Seite, da ist die Natur. Das kann man auch als ein Innen-Außen-Konflikt darstellen. Sprich, innen sind wir und außen um uns rum, in unserer eigenen Welt, ne, Stadt, Beton und solche Späße vielleicht, zum Beispiel, und außen eben die Natur. Und viele Leute verstehen dann eben diese Trennung der menschlichen Welt und der natürlichen Welt, wenn man das so nennen möchte, als ganz strikt und klar. Und wir Menschen sollen haben, weil wir besser sind oder weil wir was Höheres sind, was man durchaus so sehen kann, ne? Haben wir eine Verantwortung dieser Natur gegenüber, ja? Aber deren Teil wir nicht mal unbedingt sind. Das ist ganz interessant. Und dazu kommen wir nämlich gleich. Ich wollte noch schnell sagen, damit ich es, wenn ich es vergesse, hinzuschreiben, beziehungsweise für diejenigen, die mir nur zuhören und nicht zugucken, die Quelle, die wir hier verwenden, ist: Leiden wir alle am Bambi-Syndrom? Ein erster Versuch zum Naturbild Erwachsener von Rainer Brämer von 2009. Link in der Videobeschreibung. Level 3, ich muss mich beeilen, ich will auf eine halbe Stunde kommen maximal. Nutzung ist böse, Störung auch. Auch das ist ein interessanter Aspekt des Bambi-Syndroms. Ich habe mir Folgendes aufgeschrieben: Es gehört zum elementaren Dasein eines Tieres, andere Lebewesen zu töten. Dies wird uns von unspontan als falsch empfunden. Und das ist ganz interessant. Ne? Ein Tier per Definition. Wenn du keine Pflanze bist, kein Produzent, bist du ein Konsument. Ein Pilz ist ein Konsument, jedes Tier ist ein Konsument, lediglich die Pflanze ist ein Produzent. Pflanzen sind in der Lage, das tun sie zwar nicht, aber sie wären theoretisch in der Lage, ohne anderen Lebewesen Schaden zuzufügen, zu wachsen und zu gedeihen und zu leben. Wir können das nicht, weil wir brauchen Fremdbiomasse, die wir verzehren können, Pilze genauso. Und damit müssen wir automatisch jemand anders seine Biomasse wegnehmen. Und das beinhaltet, dass der das nicht überlebt. Ja? Und das heißt, wir müssen immer was töten. Auch Veganer müssen was töten. Es sei denn, es sind Frutarier, die nur das nehmen, was freiwillig vom Baum fällt, aber dann killst du den pflanzlichen Embryo, der in der Frucht drin ist. Ja? Also auch da hast du letztendlich was getötet. Da ist nämlich schon was Keimbereites da. Das ist so ein bisschen wie die Frage mit Schwangerschaftsabbruch. Ab wann, beziehungsweise bis wann darf man den machen? Und wann ist es Tötung? Wann ist es Mensch? Wann ist es kein Mensch? Und so weiter. Das Gleiche kann man theoretisch auch mit dem Apfel betreiben und sich fragen, wann man den Apfel denn bitteschön
gewissenhaft essen darf und wann nicht. Wobei man natürlich auch sagen kann, wenn du die Apfelkerne hinterher irgendwo in die Landschaft scheißt und dann wächst der Apfelbaum, dann hast du ehrlich, dann geht das vielleicht. Also der Frutarier mag vielleicht möglicherweise in der Lage sein zu leben, ohne was umzubringen. Aber dann hat er auch jede Menge Bakterien schon gekillt und bestimmt mal irgendwann eine Mücke erschlagen. Und wenn er irgendwo rumläuft, tritt er bestimmt auf jede Menge Bakterien, die er killt. Also wenn man das ins Extreme treiben möchte. Gut. Ebenso kommt es zu einer Entkopplung von der Natur draußen und unserer menschgemachten Welt innen, habe ich gerade gesagt. Fast 90% der Befragten empfinden sich nur als Gast in der Natur. Das befriedigende Erlebnis, sich als Teil ihrer zu verstehen, ist äußerst selten, wird dann aber wieder sehr positiv assoziiert. Soll heißen, selbst bei den Leuten, die gerne wandern gehen und einen gewissen Naturbezug haben, verstehen sich lediglich 10%, manchmal auch 15%, als Teil der Natur. Ja? Diese Einstellung, dass man ein Besucher ist und in der Natur zu Gast und sie gefälligst nicht kaputt machen soll, das ist die Regel und ein ganz häufiges Phänomen. Wobei wir auch hier wieder aus wissenschaftlicher Perspektive sehr wohl ein Säugetier sind und das auch alles irgendwann mal unser natürlicher Lebensraum war, bevor wir uns einen künstlichen Lebensraum im natürlichen Lebensraum geschaffen haben. Und da kann man jetzt sehr geteilter Meinung sein. Zum Beispiel, hier würden wahrscheinlich die meisten von uns sagen, ja, wir sind nur zu Gast und sollten uns entsprechend benehmen in der Natur. Diese Meinung vertrete ich grundsätzlich auch erstmal. Also es ist ganz interessant, dass das auch mit als Teil des Bambi-Syndroms empfunden wird. Und dann nochmal zu der Sache, dass man sich nur selten als Teil der Natur empfindet. Das ist meine Aussage. Ja, das habe ich ja geschrieben, was ich hier gerade vorlese. Und das finde ich dahingehend sehr spannend, weil auch ich erst nach 10 Tagen alleine irgendwo in der Pampa rumlatschen, vielleicht auch schon nach 8, manchmal auch nach 7, wirklich das Gefühl habe, dass ich jetzt hier in die Pampa reingehöre. Dass ich, der einige Typ, der auf 2 Beinen in der ansonsten relativ niedrigen Tundra-Landschaft rumstapft, doch irgendwie Teil dieser Landschaft bin. Das braucht eine Weile. Wenn man diesen Punkt erreicht, wo man dieses Gefühl hat, empfinde ich das als unglaublich bereichernd und unglaublich toll. Ja, also das ist der Grund, weshalb ich da überhaupt rumlatsche. Nicht nur, aber sicherlich in der Top 3 der Gründe, weshalb man sowas tut. Und mit der Einstellung bin ich bestimmt nicht alleine. Aber es ist wirklich spannend, wie viel Aufwand Mensch betreiben muss, um zu diesem Punkt zu kommen. Ja? Bist du bei diesem Punkt angekommen, den die Mehrheit der Gesellschaft nicht teilt, sich selbst nicht so fühlt, und das erzählst du der Gesellschaft, wird es von der Gesellschaft als unglaublich positiv wahrgenommen. Also zumindest heutzutage ist jemand, der Teil der Natur ist, ein Guter. Ja, das wird als positiv assoziiert. Jeder, der irgendwie mit einem langen weißen Bart im Wald rumspringt und am Gänseblümchen nuckelt, der ist was ein Guter. Ja? Schlimmstenfalls ist er ein komischer Kauz, aber ein sehr sympathischer und toller komischer Kauz und den muss man irgendwie gern haben. Ja? Gegebenenfalls ist er auch ein esoterischer Spinner, aber dann wenigstens einer, der harmlos ist. Auch da wird noch eine gewisse positive Assoziation dazu geschoben. Das ist ganz interessant. Ja? Macht euch da gerne mal eigene Gedanken. So, wir kommen zu unseren letzten 2 Tabellen und dann habe ich nicht allzu viel überzogen, hoffe ich. Ja, und diese Diskrepanz spiegelt sich meiner Meinung nach sehr gut wider in der Frage nach, wer ist der größte Feind der Natur? Ja, und beziehungsweise der Mensch ist der größte Feind der Natur. Dieser Aussage stimmen 64% der Jugend zu. Und tatsächlich immer noch 62% der Erwachsenen. Nein, sagen dazu 20% der Jugend. Das ist relativ hohe Zahl, während nur 12% der Erwachsenen dazu Nein sagen. Wir verstehen uns also mit unserem selbstempfundenen Gruppenmasochismus als Feind der Natur. Ja, wir sind also was Schlechtes und wir sehen uns auch als solches. Das ist hochinteressant hinsichtlich solcher Naturethik-Fragen, finde ich. Bei Kindern, die sagen häufiger Nein, weil sie vielleicht selber kapieren, dass sie sich damit gerade selbst auch belasten müssten, dass sie selbst dann auch der Feind der Natur sind, was die nicht sein wollen. Weshalb wir da wahrscheinlich mehr Nein zu hören kriegen und bei den Erwachsenen 12% Nein sagen. Vielleicht sind das die etwas stureren Erwachsenen, vielleicht sind das die ein bisschen weniger reflektierten Erwachsenen, vielleicht sind es auch die, die Recht haben. Es gibt hier ja kein richtig oder falsch. Das ist ja jetzt hier lediglich
eigentlich eine Untersuchung, was sagt denn hier die Mehrheit, wie funktioniert die Gesellschaft diesbezüglich. Fand ich sehr spannend. Der Mensch ist im Begriff, die Natur endgültig zu zerstören. Da haben wir jetzt eine deutliche Diskrepanz zwischen Kindern und Erwachsenen. Die Kinder sagen 17% ja, ja. Und das dürfte noch erheblich zugenommen haben in den letzten Jahren, wenn wir uns Bewegungen wie Fridays for Future oder die Extinction Rebellion Nasen oder sowas in diese Richtung angucken. Das ist da inzwischen schon richtige, ins Extremere gehende Auswüchse dieser Bewegungen gibt. Aber auch auf einem Schulhof bist du inzwischen richtig uncool, wenn du gegen Umweltschutz zum Beispiel bist. Das hättest du meiner Jugend nicht gegeben. Da war ich noch ein Einzelgänger, dass ich sage, ich gehe gerne in den Wald. Da war ich der Einzige auf dem ganzen Schulhof. Ja, ein paar, ja, prinzipiell kann man das schon mal machen, aber so richtig cool ist das nicht. Also, ich war da total der Freak mit Wandern gehen als Hobby. Was wandern? Musst rauchen, Zigaretten, Mountainbike fahren, Playstation. Gab's die da schon? Ja, gerade so. sowas. Und eben, dieses der Mensch ist, der Feind der Natur ist schon ziemlich heftig. Wie gesagt, da nehmen sie sich einzeln aus. Und der Mensch ist im Begriff, die Natur endgültig zu zerstören. Wie gesagt, 77% der Jugend sagt ja, nur 30% der Erwachsenen sagen ja. Und das ist jetzt interessant, weil hier spätestens haben die Erwachsenen wohl kapiert, dass wenn sie jetzt ja sagen würden, daraus die Konsequenz folgen müsste, dass man da dringend auch persönlich irgendwie mal eingreifen müsste. Und das wissen wir alle, das bedeutet persönlicher Verzicht. Ja, das heißt, weniger Porsche fahren, kleineres Auto, weniger heizen, gerade sehr aktuell, was auch immer. Ja, aber großer Verantwortung für den Umgang mit der Natur beziehungsweise für den sinnvollen Umgang mit Ressourcen beinhaltet immer auch ein gewisses Maß an Verzicht. Ganz ohne Verzicht wird es nicht gehen. Auch die Leute, die sagen, dass wir uns komplett mit Technologie aus der Scheiße ziehen können, trotzdem ist dann immer noch ein gewisses Maß an Verzicht dabei, ja, weil du halt eingeschränkt bist, dass du zum Beispiel eben nicht mit dem alten Benziner rumfahren kannst in diesem Szenario und musst dir ein neues E-Auto kaufen, obwohl dein alter Benziner noch funktionieren würde, und das ist auch eine Form von Verzicht. Ja. Selbst wenn man sagt, man kann alles mit Technologie lösen, was ich nicht glaube, aber egal. So, ja, also das fand ich auch nochmal sehr spannend. Jetzt habe ich inzwischen überzogen, ist auch egal. Wald betreten, Feststellung, ja, nein, in Prozent, Jugend, Erwachsene und so weiter. Das schadet der Natur, quer durch den Wald laufen. 57% der Jugend sagt ja, 74% der Erwachsenen sagen ja. Es ist rechtlich völlig erlaubt, quer durch den Wald zu laufen, wenn es nicht gerade ein Schutzgebiet ist. Trotzdem findet die Mehrheit der Bevölkerung, dass man das nicht tun sollte. Fand ich sehr erschreckend. Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, dass man das mal machen kann. Schadet das dem Wald? Wenn das einer macht, auf keinen Fall. Ja? Auf keinen Fall. Aber da hat auch sehr viel Brainwashing stattgefunden, ein Stück weit, durch unter anderem die Jägerschaft. Kommen wir gleich zu. Es müsste verboten sein, quer durch den Wald zu gehen, ist die extremere Variante. 24% der Jugend sagt ja, 34% der Erwachsenen sagen ja. Wald, ja okay, auf Wegen da durchlaufen ist in Ordnung, aber eigentlich muss doch keiner vom Weg runter. Das sollte verboten sein. Krass. Ich bin für ein teilweises, zeitweiliges Betretungsverbot. Das ist so ein bisschen die gelockerte Variante. Da sind auf einmal 79% der Erwachsenen dafür. Das gibt's ja aber auch de facto. Ja? In Naturschutzgebieten, in Nationalparken und so weiter und so fort. Von daher ist das so ein bisschen Status quo, der beibehalten werden soll. Das ist auch sicher sinnvoll, aber davon abgesehen. So, es müsste noch viel mehr Wald für Besucher gesperrt sein, sagen 42% der Kinder. Ist interessant, ne? Kinder empfinden es gleichzeitig in der gleichen Studie, die Tabelle habe ich nicht dabei, empfinden sie es gleichzeitig als positiv, im Wald zu spielen, im Wald zu zelten, im Wald Picknick zu machen und so weiter. Aber auch ein Großteil, und das sind ähnliche Zustimmungswerte, gleichzeitig aber auch ein großer Zustimmungswert bei, man sollte eigentlich gar nicht mehr in den Wald dürfen. Ja, die Natur muss in Ruhe gelassen werden, damit sie sich frei entfalten kann, und wir stören da nur. Das heißt, die soll man gefälligst in Ruhe lassen, die arme Natur. Ist interessant, wirklich sehr interessant. Nur 28% der Erwachsenen sind für viel mehr Wald für Besucher sperren.
Das Wild braucht seine Ruhe, sagen 79% der Kinder. Das haben sie garantiert schon so gelernt. Und 92% der Erwachsenen. Und das ist tatsächlich wissenschaftlich sehr umstritten. Aber wir haben hier interessanterweise einen deutlichen Einfluss der Jägerschaft und des Forstes, die das seit Jahrzehnten predigen. Gleichzeitig werden interessanterweise Jägerschaft, vor allen Dingen Forst ein Stück weit, als Verursacher vieler Probleme in der Natur gesehen, insbesondere die Jäger. Die Jäger sind Mörder, Frage, gab es leider auch irgendwo, haben recht viele dem Ganzen zugestimmt. Oder zumindest Jäger sind mitverantwortlich oder zählen als einer der größten Schädlinge der Natur tatsächlich. Das ist Bambi. Ja, jetzt kommen wir nochmal zu unserem namengebenden Titel. Das ist das Bambi-Syndrom. Der Jäger ist das Sinnbild für die Bösartigkeit in Bambis heiler Harmonie geprägter Welt. Und das haben wir wirklich mit durch diesen Film tatsächlich, durch andere Popkultur und durch andere, teilweise auch durch Bücher sicherlich und so weiter, ist das scheinbar wirklich ganz tief in der Gesellschaft verankert, dass der Jäger, der da draußen Tiere jagen geht, der böse ist. Wenn du dein Fleisch vom Schlachthof abholst, dann ist das völlig in Ordnung. Was ja völlig bekloppt ist, aber ja, ist ja nicht so, dass wir Menschen nennenswert vernünftig wären, generell, ne? Homo sapiens. gut, ja, aber bevor ich jetzt hier weiter rumnörgel, ist das schon sehr, sehr, sehr spannend. Im Wald ist der Mensch nur zu Gast, das sind dann eben 85% in der Studie, in anderen Studien sogar 90%, das hatte ich ja eben schon erwähnt, dass das auch interessant ist, dass man sich gar nicht als Teil der Natur betrachtet. Ich würde dem ja recht geben, irgendwie ist der moderne Mensch mit seiner abgekoppelten Lebensweise im sozialen Sicherungs-Zivilisationssystem mit Straßenampel, mit Fußgängerübergang und so weiter und so fort, mit Krankenversicherung und was es da nicht alles gibt. Wenn du halbtot umfällst, wirst du ins Krankenhaus automatisch verfrachtet, im besten Fall, klappt ja nicht immer, und solche Sachen. Das gibt es natürlich in der Natur alles nicht. So gesehen ist ein Leben in der Natur, unter den Bedingungen der Natur, schon was ganz anderes als ein Leben in der Zivilisation. Das kann man umso mehr beurteilen, wenn man ein Leben in der Natur mal zumindest kurzfristig durchgeführt hat. Aber die Betonung auf kurzfristig. Langfristig würde ich das auch nicht wollen. Und daher, ja, ne? Also ihr habt euch bestimmt schon den ein oder anderen eigenen Gedanken gemacht. Ich habe hier noch letztendlich Folgendes aufgeschrieben. Eine Nichtwertung natürlicher Prozesse, weder gut noch schlecht. Aber die Erkenntnis, dass natürliche Prozesse einen Wert in sich haben, egal wie sie ablaufen, halte ich für richtig. Das ist so meine persönliche Konklusion, weil ich selber auch nicht, ich kann ja auch nicht sagen, die Natur ist prinzipiell gut. Ja, das wäre ja, dann würde ich ja auch eine Wertung aussprechen. Und das sollte man ja nicht tun, ne? Gleichzeitig müssen wir erkennen, dass für unseren Selbsterhalt eine Nutzung natürlicher Ressourcen unabdingbar ist. Dies sollte so bald als möglich nur noch nachhaltig erfolgen. Das ist nämlich das Problem, dass viele Leute, ich muss mal ein bisschen laufen, ich friere hier gleich ein, die Nutzung der Natur prinzipiell auch als falsch erachten, weil dann macht man sie ja kaputt. Ne? Einem Baum fällen ist eine hochgradig negativ dotierte Handlung. Dass man stattdessen Plastik verwendet, um sich einen Plastikstuhl zu bauen, das scheint in Ordnung zu sein, beziehungsweise diese weitreichende Konsequenz, dass wir als Tier immer irgendwas kaputt machen müssen, um selber am Leben zu bleiben, das haben viele Leute nicht. Ja? Wir Menschen, wir müssen irgendwie über den Dingen stehen und ohne Konsum überleben können, was wir nicht können. Die Frage ist, wie viel wir konsumieren. Und da liegt der Hund begraben. So, und an der Stelle würde ich mich dann verabschieden wollen. Sehr viel philosophisches Palaver, das ist nichts für meine Frau, die mag das nicht, wenn ich philosophisches Palaver dann sagt sie immer bla 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 bla. Ja. Macht's gut, bis morgen. Und wenn ihr wollt, schreibt mir einen interessanten Kommentar. Das ist ja ein Thema, das sich da eigentlich sehr, sehr gut vereignet. Jetzt schnell weg, bevor der nächste zukommt. Ich glaube, ich höre ihn schon. Ah!